Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute testen wir die Produkte aus Maxims neuer Kollektion mit Riva Loves Me Essentials bei Maxim aus. Da habe ich nämlich so ein kleines Goodie-Bäckchen mitgekriegt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Produkte sind oder kommen nach und nach ab morgen, dem 12.8. in die Rossmann-Filialen rein. Und ich durfte ja am Donnerstag auf dem Event mit dabei sein, mit wundervollen Menschen. Dazu kommt natürlich auch noch ein Vlog jetzt in den nächsten Tagen, ne? Und ich habe die Produkte jetzt hier. Das wird eine First Impression. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das alles so hinhaut. Ich habe hier auch im Prinzip ein Fullface Maxim auf dem Tisch liegen. Ein paar Produkte, da muss ich ein bisschen tricksen oder ich habe sie einfach nicht da. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Und zwar, wie schön ist dieses Verpackungsdesign von Riva Loves Me mit Maxim? Ist es der Blur Stick? Ich bin noch ein bisschen, wie soll ich das sagen, out of order, weil ich gestern erst quasi wiedergekommen bin und jetzt habe ich hier dieses Video und ich freue mich wie sonst was, ne? I Don't See Them ist hier tatsächlich die Bezeichnung. Damit sind wahrscheinlich die Poren gemeint. Und es ist ein Stick. Und diesen Stick, den trage ich mir auch nur partiell auf, denn ich bin ja sehr, 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 sehr trocken. Ich würde mir den auch wirklich nur hier so auftragen und dann mit den Fingern ein bisschen einarbeiten. Und hier habe ich tatsächlich so ein ganz, ganz paar Poren. Aber die werden dadurch wirklich schön kaschiert. Ich weiß gar nicht, wo trägt man sowas denn noch auf? Aber Stirn? Weiß ich nicht. Eigentlich habe ich nur hier so vergrößerte Poren. Aber ich höre das auch immer so bei Chiquita's Place und so, dass sie das in ihrer T-Zone so aufträgt. Sieht auf jeden Fall schon mal so weit so gut aus, ne? Und dann kommt das nächste Produkt, was für mich persönlich so ein bisschen im Kontrast dazu steht. Und zwar haben wir hier den Radiance Primer. Das ist dieser hier. Und das ist ein Primer für einen einzigartigen Glow-Effekt. Durch D-Panthenol, Vitamin E und Hyaluronsäure wird die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt. Ich weiß nicht, wie viel nimmt man davon? Ich hätte euch auch mal die Konsistenz zeigen können, ne? So schaut das aus. Das ist halt echt flüssig. Aber es sieht aus wie eine Perle. Das ist wunderschön. Das verteile ich mir jetzt einfach mal mit meinen Händen im ganzen Gesicht, weil ich mag sowas ja, ne? Full Face Highlighter ist voll mein Ding. Oh, das riecht wie frisch gewaschene Wäsche. Und ich glaube, ich gebe mir das ja im Prinzip dann auch noch mit über den Blur Stick, oder? Das fühlt sich an wie ein Serum. Wirklich angenehm. Du spürst jetzt nicht irgendwie, dass es ja irgendein Make-up-Produkt oder so sein soll. Aber der Glow ist real. Wow, Maxim, das ist krass. Aber das Produkt schreit schon ziemlich meinen Namen, ne? Ich weiß jetzt nicht, also ich würde schon irgendwie noch eine Foundation oder einen Concealer oder so darüber geben. Das jetzt so zu lassen, das ist nicht so, weiß ich nicht. Das ist schon krass, oder? Das ist so ein bisschen Zinnmann-Effekt, aber ich lieb's ja. Ich hatte nämlich erst gedacht, Mensch, dann nimmst du jetzt einfach nur irgendwie einen Concealer, um so ein paar Sachen auszubessern. Mein Hund liegt vor meiner Foundation, das wird jetzt etwas schwierig. Will ihn aber auch nicht wecken, ne? Was wäre ich für ein böses Frauchen. Ja, er liegt halt vor den Drogerie- und den mittelpreisigen Foundations. Deswegen nehme ich jetzt hier von Laura Mercier einfach mal die Real Flawless Weightless Perfecting Foundation in der Farbe 1N2 Vanille. Kriegt ihr bei Lookfantastic und könnt da halt auch einfach mit Claudi Welt den maximalen Rabatt rausholen, wenn ihr möchtet. Ich habe vergessen, mein Make-up-Schwämmchen anzufeuchten und irgendwie ist alles gerade ein bisschen, es läuft aus dem Ruder hier. So, ich habe mir das jetzt ein bisschen angefeuchtet und nehme jetzt aus der letzten Kollektion einfach mal den Pinsel und nehme mir das Produkt mit dem Pinsel auf und verteile das ganz, 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 ganz leicht in meinem Gesicht. Halt einfach nur, um so ein bisschen zu kaschieren und so ein bisschen auszugleichen. Und dann nehme ich mir ein OG-Produkt und zwar hat Luvia zusammen mit Maxim ja mal irgendwann diese Schwämmchen rausgebracht. Und damit wird das Ganze jetzt nochmal richtig schön eingearbeitet. Und ich würde schon sagen, dass Primer und Foundation sich richtig gut miteinander vertragen. Und der Primer, also vor allem der Glow Primer, könnte ein entfernter Nachbar von der lieben Charlotte sein. Da muss man aber nochmal ein bisschen das Ganze testen und schauen, denn ich kenne Maxim. Der hat ja so seine Lieblingsprodukte und dann versucht er natürlich auch in seinen eigenen Kollektionen so ein paar Sachen mit einfließen zu lassen, die ja auch quasi sein
Ja, wie soll ich das denn sagen? Seinem Geschmack entsprechen, was ja auch durchaus Sinn ergibt, ne? Weil das ist ja auch seine Kollektion. Wunderschön. Also das sieht gerade super angenehm aus. Wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Deckkraft möchte, kann man sich natürlich mit dem Concealer auch noch nachhelfen. Da habe ich hier von Rival Loves mit den Skin Optimizer. Ich habe den in der Farbnuance 01. Hat ein Riesenfüßchen, aber ich brauche nur ganz wenig. Ein bisschen hier und hier. Und dafür nehme ich jetzt auch das Schwämmchen, um das Ganze einzuarbeiten. Ich habe ganz viele ganz, ganz liebe Leute auch kennengelernt und Nummern ausgetauscht und Wissen ausgetauscht und so. Und ganz viele Idole von mir, nenne ich sie jetzt einfach mal, wo Maxim Safe hier auch zugehört, die mir so ein bisschen auch diese ganze YouTube-Beauty-Welt in Anführungsstrichen nahegebracht haben, dadurch, dass sie einfach da waren und ich sie geschaut habe. Jetzt verwende ich ein Puder von Maxim aus der Holy Grails Limited Edition. Das ist ja sogar mittlerweile im Standardsortiment. Und Maxims Puffelding. Und ja, das ist das Flawless Baking Powder. Und wir kennen das ja, ne? Das haben wir auch schon, wie gesagt, im Standardsortiment. Und da haben wir hier dieses Netz drin und das verwende ich unter meinen Augen. Weil ich verwende am liebsten einfach loses Puder unter meinen Augen und im ganzen Gesicht verwende ich dann immer gepresstes Puder. So, an der Nase muss ich noch ein bisschen nachpudern. Was heißt nachpudern? Da muss ich überhaupt erstmal Puder hinpacken. Ich finde schon, dass dieser Blurstick schon einiges ausgemacht hat. Aha. Also, sonst hat man das ja vielleicht doch das ein oder andere Mal, dass eine Foundation oder was auch immer sich gerne so hier in den Poren absetzt. Das sieht so schön geblurrt aus. Und das kostet ja wirklich nur ein Apfel und ein Ei, ne? Ich weiß nicht, 3,49 Euro sehe ich gerade vor mir. Das ist wirklich cool. Aber ganz ehrlich, schaut bei euch halt auch online nach. Da steht auch, ob das in eurem DM-Markt verfügbar ist. Schaut, ob ihr das vielleicht online bekommen könnt. Das müsste jetzt ja auch so langsam online halt verfügbar werden, ne? Die ganze Limited Edition, ne? Und genau, dass man da halt einfach so ein bisschen schaut. Und deswegen mache ich das Video auch jetzt schon, dass ihr das halt jetzt auch schon bekommt, dass ihr jetzt auch schon so einen Überblick über die Kollektion bekommt, dass ihr dann halt für morgen Bescheid wisst und entweder online schauen könnt oder halt im Laufe der Zeit mal in eurer Filiale vorbeischaut oder halt online guckt, ob es verfügbar ist. Und man kann halt auch eine andere Filiale in der Nähe auswählen, um da halt zu gucken, ob das da vielleicht ist, ne? Das ist vielleicht gar nicht verkehrt und man kann sich natürlich auch Produkte in die Filiale liefern lassen. Du kannst es dir quasi dort reservieren. Aus einer alten LE von Maxim mit Catrice habe ich jetzt diesen riesigen Puderpinsel und gehe in dieses Puder rein. Das ist das Multitalent-Puder. Wie heißt du? Color Correcting Powder. Und wie schön ist, also hier sieht man es auch nochmal, ne? Wie schön diese Verpackung ist. Da hat Maxim sich echt super verewigt und das war überall auf dem Event auch zu sehen. Das ist so schön. Und hier haben wir halt verschiedene Farben, die so ein bisschen Color Correcting machen. Klar könnte man das auch dann direkt über dem Glowy Primer verwenden. Habe ich mich jetzt nicht getraut, bin ich ehrlich. Ich habe das jetzt hier im Pinsel und man sollte auch schon wirklich alles aufnehmen und dann einmal übers Gesicht. Okay, mit diesem Riesenpinsel ist es wirklich sehr viel Puder, aber es funktioniert wirklich gut. Ich sehe nicht grün aus, ich sehe nicht lila aus, ich sehe nicht pink aus oder peach, ne? Oder türkis. Das sieht gut aus, mag ich. Also wirklich auch sehr perfektioniert. Aber trotzdem kommt der Glow noch ganz, ganz, ganz leicht durch. Jetzt nicht so bam in your face, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Aber man sieht es hier so auf den höheren Punkten, dass es nicht komplett abmattiert hat, was ich persönlich ja sehr begrüße. Weil eben Zinnmann und jetzt dann Pups trocken, wäre auch nicht so mein Fall. Genau, also hier trage ich noch ein bisschen Puder auf. Da ist gerade auch noch Platz. Dann gibt es hier noch dieses Produkt und zwar ist das diese Duo Face Palette. Mutig, ne? Weil ich weiß nicht, ob alle verschiedenen Hautfarben das so tragen können. Bin ich ehrlich, also ich bin ja fair skin toned und ja, habe hier einen Schimmerblush drin. Das wird mir jetzt so ein bisschen, gucken wir mal, bereiten. Und einen wunderschönen Bronzer, der sehr, sehr, sehr aschig aussieht. Also das ist, also für mich persönlich sind das, glaube ich, echt sehr gute Farben. Ich bin mal gespannt, wie meine Kolleginnen das so in Anwendung dann haben werden. Wie das bei denen so funktioniert. Und hier habe ich jetzt die beiden Töne einmal. Wow, also der Schimmerblush ist wirklich schimmerig, ne? Und dann trage ich das hier mal auf. Oha, okay. Ja, da hat der Bronzer doch etwas mehr Pigment, als ich gerade dachte. Ach, ich möchte so viele Pinsel wie möglich aus seiner Kollektion oder seinen Kollektionen verwenden. Deswegen nehme ich jetzt hier diesen mal. Der war auch in der Catrice-Kollektion mit drin. Der hat hier vorne nochmal so eine längere Geschichte. Mal gucken, den kann man vielleicht auch sehr gut zum Konturieren nehmen. Da gehe ich jetzt erstmal auch so in den Bronzer rein. Ich kriege sehr, sehr viel Pigment hier drauf. Und es ist sehr, sehr pudrig. Wahrscheinlich mit einem kleineren Pinsel dann ein bisschen besser. Und trage mir den jetzt hier einfach mal auf.
Oh. Oh, wartet doch, nee. Nee, so geht das wirklich gut. Es gab ja auch schon so andere Bronzer, die so ähnlich waren, die dann halt auch so universell in Anführungsstrichen einzusetzen waren. Wisst ihr, was ich meine? Ist auch schon Jahre her. Muss man mal gucken, ob das mit dem vergleichbar sein könnte. Ich denke da zum Beispiel an den Love mit Hattie in der Kooperation drin hatte. Sehr, sehr schöne Farbe. So ein Zwischending zwischen Kontur und Bronzer, ne? Irgendwas ist hier glowy. Dann nehmen wir hier mal den Blush, der auch mit dabei ist. Wie gesagt, wir haben hier Schimmer mit dabei. Mal gucken, wie das jetzt so hinhaut. Und den trage ich mir dann hier so auf. Okay, da sehe ich jetzt eher Glow als Blush. Hätte ich mir, um ehrlich zu sein, auch lieber in matt gewünscht. Selbst bei mir siehst du es ja nicht wirklich. Das ist halt nur ein Hauch von, ne? Du siehst nicht wirklich einen Blush. Da bin ich ehrlich, das sieht man nicht wirklich. Du siehst halt eher den Glow. Hätte ich mir dunkler gewünscht. Oder halt weniger Schimmer, mehr Farbpigment drin. Dann haben wir hier noch ein Produkt, und zwar ist es dieser Bouncy Highlighter. Den hat es auch wohl schon in anderen LEs gegeben, aber ich kenne ihn zum Beispiel noch nicht. Das ist einfach dieser Highlighter, der mehr so Glow gibt und weniger eigenes Pigment quasi mit dabei hat. Ich glaube, hier könnt ihr das so ein bisschen sehen, was ich meine. Also man sieht hier schon sehr viel Glittery Flittery, ne? Aber wenig, dass er jetzt irgendwie eine richtige Base hätte vom Ton her selber. Der ist super weich und schaut so auf dem Finger aus. Also es sieht aus wie nass. Und das ist ja, also da hat er so oft schon von gesprochen. Da war es klar, dass er das irgendwann mal mit in seine Kollektion mit reinbringt. Das ist halt wirklich transparente Base und extremer Schimmer. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, sowas kann man sonst im Innenwinkel auch öfters besser tragen, ne? Wow, das sieht krass aus. Abgefahren. Und eigentlich habe ich ja schon Highlighter drauf. Egal. Da verwende ich jetzt einfach mal einen Pinsel aus seiner eigenen Kollektion zusammen mit Letizia Lehmark. Da hat er auch ein Pinselset rausgebracht. Oh, da ist jetzt sehr viel drauf. Sehr, 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 sehr... Oh, sehr, sehr viel. Oh, warte. Das machen wir mal kurz so. Hat nicht hier Fenty Beauty auch so einen ähnlichen? Eieieiei, den poliere ich jetzt mal so ein bisschen ein. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Also ich glaube, Jennys Highlights würde vor diesem Highlighter schreiend davon laufen. Das ist ihr, glaube ich, halt auch ein bisschen zu viel grober Glitzer. Aber ich glaube, wenn man halt so spezielle Looks schminkt oder halt wirklich als Lidschatten, als Inner Corner Highlighter kann man das machen. Aber er ist schon sehr, sehr da. Dafür, dass ich halt die ganze Zeit gedacht habe, okay, es ist halt mehr so für Skin-based und ne, dezent und so weiter, ist der Highlighter krass. Also der ist irgendwie ein bisschen fast schon zu krass für die beiden Base hier. Produkte, Gedünsten, wow. Dann mache ich jetzt hier mal weiter. Und zwar verwende ich für meine Augenbrauen von Catrice mit Maxime Giacomo Press Pigment Palette. Also die hier verwende ich, ne? Und da nehme ich mir den Ton Subtle. Das ist dieses, ja, quasi Taupe. Also was wir definitiv von Maxime noch brauchen, ist in irgendeiner Kollektion ein Spoolie. Vielleicht in Kombination mit einem Augenbrauenprodukt, das wäre gar nicht so verkehrt. Da hat Rival Loves mir doch auch schon mal sowas rausgebracht, dass du verschiedene Augenbrauenfarben in einem so einem Stift drin hast. Das kann er doch mal auch in der Kollektion, dass man wirklich ein Fullface Maxime schminken kann. Hm? Würde ich sehr, sehr feiern. Wie gesagt, jetzt nehme ich einfach mit dem Augenbrauenpinsel hier dieses Puder auf und fülle meine Augenbrauen damit auf. Geht doch vollkommen klar, oder? Also, ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das dann auch mit dem Augenbrauengel verträgt. Da habe ich jetzt einfach meinen Superglue von Catrice. Richtig cool. Ein Augenbrauengel brauchen wir übrigens auch von Maxime, finde ich. Wobei der da tatsächlich dann wahrscheinlich so eine Augenbrauenseife rausbringen würde. Das kann ich mir sehr gut bei ihm vorstellen. So, Augenlook. Da habe ich hier eine Lidschattenpalette. Die passt voll in die Zeit, ne? Wir haben hier eine kühle Palette, eine Fünferpalette. Und die sieht so abgefahren aus. Diese zeitlose Lidschattenpalette mit harmonischen Farben zaubert einen Hauch von Eleganz. Also das hätte ich euch eben, glaube ich, auch schon öfters mal vorlesen können. Denn hinten drauf, da stehen echt süße Sachen drauf. Wir haben im Prinzip hier drei matte Töne. Einen matten Ton, wo noch so ein bisschen Schimmer mit drin ist. Ganz abgefahren. Und einen Schimmerton. Oh, der Schimmerton ist ein Creme-Lidschatten fast schon. Wow, der ist nass. Holla, die Waldfee.
Also, hier haben wir dann einmal die Swatches. Und das in der Mitte ist ein Armband, ein Infinity-Armband, was mir gemacht wurde, als ich auf dem Event war. Ich trage sonst keine Armbänder, aber für Maxim habe ich mir eins für die Ewigkeit machen lassen. Ist das nicht cool? Das wird irgendwie richtig zusammengeschweißt. Naja, hier sehen wir auf jeden Fall die Töne. Das sind die drei wirklich matten Töne. Hier haben wir dann einmal unten diesen Braunton, der ja quasi so ein paar Schimmerpigmente mit drin hat. Und diesen ultimativen Schimmerton. Holla! Aber das scheint alles sehr, sehr gut pigmentiert zu sein, denn das einfach so mit dem Handtuch abzurubbeln ist nicht so leicht. Ne? Also bei den Base-Produkten hier oben habe ich es noch immer nicht richtig hingekriegt. Oh, krass, Leute. Also das wird auch alles dann relativ haltbar sein. Vor allem der Bronzer, der möchte einfach gerade bleiben. Ja, okay, der wohnt jetzt hier. Dann kommt mal näher, wir machen mal einen Augenlook. Auch hier verwende ich natürlich die Pinsel aus dem Pinselset von Maxi mit Letizia. Da gehe ich dann erstmal hier in diesen, ja, altrosa Peach-Ton rein. Hab relativ viel Krümelei, aber das ist nicht schlimm. Und den gebe ich mir in die Lidfalte. Der macht immer noch ziemlich viel Frische dann auch mit rein. Ich kann mir vorstellen, dass man sich den vielleicht sonst, mach mal eben den Pinsel hier sauber, auch noch als, also wenn man so hell ist, ne? Mit der Spitze hier, nee, noch besser. Nehme ich hier den, den ich eben für den Highlighter genommen habe. Der könnte sogar reinpassen. Wenn ich mit denen nämlich nochmal so on top gebe, dass ich hier ein bisschen mehr Blush-Effekt bekomme. Ich glaube, es ist dezent, aber es ist hilfreich. Und was da auch noch so in die Sache ist, dass das sich quasi widerspiegelt. Mhm. Ah, das ist super. Also so wird der Blush halt wirklich schön ergänzt, ne? Mhm, mhm. Ich kriege meinen Blush-Effekt schon. Ha. Und ja, dann weiter hier, ne? Mhm. Weiter im Text, Claudi. Da mache ich jetzt auch keinen Rampampam von. Dann nehme ich mir dieses, ja, altrosa, dunkel, gräulich Tönchen auf, auch mit dem Blendepinsel. Und den setze ich mir hier außen an und blende den einfach auch ganz, ganz grob damit rein. Und die verbinden sich toll. Das ist halt wirklich so ein schöner No-Make-Up-Make-Up-Look, wenn man das mag. Ich bin ja halt eher echt eine krasse bunte Fee. Dann nehme ich mir hier dieses Grau auf. Nee, dann nehme ich einen anderen Pinsel für. Dann nehme ich jetzt einfach mal so einen ganz leichten Blendepinsel, ne? Denn ich möchte nicht viel davon auftragen, nur hier außen, um da halt wirklich einen Schattenschatten zu basteln. Ich möchte ja alle Töne aus der Palette verwenden. Theoretisch, wenn du nur so einen mal eben Kurzlook machen möchtest, reicht es ja, wenn du ein, zwei matte Töne nimmst, vielleicht einen Schimmerton drüber, fertig. Aber wir testen sie jetzt ja natürlich gerade in diesem Video auf Herz und Nieren quasi. Ja, jetzt möchte ich nämlich einfach diesen Braunton auch nehmen. Da habe ich dann aus einem Pinselset hier diesen Smudger-Pinsel und gehe dann nur mit der Spitze rein, setze mir den an den unteren Wimpernkranz. Also ich bin ja immer wieder begeistert davon, dass wenn Maxim halt Produkte mit, ja, Firmen rausbringt, generell, sei es Riva Loves Me, Luvia, Catrice, ne, was der da für eine Qualität immer reinballert. Also der hat ja auch einen ordentlichen Anspruch und das merkst du einfach, wenn du die Produkte dann auch anwendest. Das ist halt, der hat den Anspruch, dass ein Produkt, was irgendwie am Ende nur 3,50 Euro kosten soll, aber das soll halt High-End-Qualität haben und das merkst du, wenn du die Produkte dann dir auch kaufst als Konsument und deswegen sind die ja auch vollkommen zu Recht auch super, 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 super krass begehrt und dann halt auch recht schnell vergriffen. Deswegen schaut euch hier an, welche Produkte euch am meisten interessieren und dann könnt ihr ja entscheiden, auf welches ihr euch am ehesten stürzen wollt. So, dann nehme ich mir jetzt hier diesen Schimmerton auf. Ich weiß nicht, mache ich das mit dem Finger? Ich versuche es jetzt erstmal mit dem Finger. Es ist so schön cremig. Das ist so abgefahren, diese Konsistenz. So, so schön. Und das setze ich mir dann komplett auf mein bewegliches Lid. Aber für den Innenwinkel nehme ich mir dann halt so einen, ne, flachen Katzenzungenpinsel, weil meine Finger einfach nicht in meinen Innenwinkel passen. Und auch hier, wir haben zwar eine eigene Base, Farbbase, ne? Aber das ist halt wie Perlmutt auf dem Auge. Ich hoffe, dass das auch jetzt nicht irgendwie irgendwo hinschmieren möchte oder so, weil es halt eher ein Cream-to-Powder-Produkt ist, ne? Aber wie schön, wie edel sieht das aus und wie leicht ging dieser Look einfach. Nee, das ist jetzt schon wieder trocken. Das ist ja easy. Und die passen halt alle so gut zusammen, ne? Haben sich schön alle zu einem wundervollen Look verbunden. Das mag ich sehr, sehr gerne leiden. Also das ist gut ausgewählt. Sehr gut ausgewählt. Also aus der Palette habe ich jetzt alle Töne verwendet und ich finde, dass der Look richtig schön geworden ist.
Ich weiß jetzt nicht, an welche Palette mich das gegebenenfalls erinnern könnte, aber generell diese Qualität von den 5er Paletten von Riva Laus Mir ist immer richtig geil und Maxim hat hier ganz tolle Farben kombiniert. Auf den ersten Blick habe ich echt gedacht, als ich die gesehen habe, ob das was wird mit uns beiden, aber wenn das so aussieht, dann auf jeden Fall ist es sehr alltagstauglich. Gleichzeitig kann man aber auch ein bisschen glamouröser werden, wenn man jetzt zum Beispiel noch den Highlighter nimmt und sich das dann nochmal irgendwie on top gibt, um dann noch mehr Glow reinzubekommen. Kannst du ja sicherlich auch hier nochmal so ein bisschen drüber setzen. Ja, definitiv. Da gibt es dann nochmal ein bisschen mehr Schimmer, die Pimmer. Wenn man das möchte. Ne, das ist ja jedem selber überlassen. Da hast du dann einfach noch mehr diesen Glitzer-Effekt. Aber nicht jeder mag das so. Ne? Nicht jeder mag diesen krassen Glitzer, krassen Schimmer, bunte Farben und so weiter. Gerade im Alltag ist es, glaube ich, für viele so eine Sache. Ich finde es schön, ne? Aber das ist halt eine persönliche Präferenz. Und wie gesagt, ich setze mir jetzt den Highlighter einfach mal drüber. Das hat auch das hat was Weihnachtliches. Ja, es hat was von Schneeflocken. Ist so. Und hier habe ich dann auch wieder, dass sich das Ganze dann nochmal widerspiegelt von der Seite und dem Auge. Das ist jetzt schon wieder so richtig harmonisch, ne? Hier habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Kapitiers auf den Augen. Also so finde ich es noch schöner, muss ich wirklich sagen. Das andere war sehr alltagstauglich und das hier ist jetzt so ein bisschen mehr in Claudi-Style. Apropos Claudi-Style, ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen noch weitere Produkte hier zu kombinieren. Ne? Denn Eyeliner hat der liebe Maxim auch noch nicht rausgebracht. Das würde ich sehr begrüßen. So bediene ich mich jetzt einfach mal an der Galaxy by Maxim Lidschattenpalette. Da haben wir nämlich hier unten diesen Ton drin. Der ist nämlich auch relativ kühl. Ne? Ich glaube, dass der nicht ganz matt war, aber der war sehr stark pigmentiert. Und den nehme ich mir jetzt mit meinem Pinsel auf, den ich eben auch für die Augenbrauen verwendet habe. Ich bin halt ein Eyeliner-Mädchen. Ne? Und dann male ich mir hier einen leichten Eyeliner. Und dafür geht der Ton halt wirklich safe. Ne? Der ist nämlich schon hammermäßig krass pigmentiert. Ich habe ganz leicht und soft gearbeitet. Das ist krass. Ich habe mich übrigens auf dem Event auch mega gefreut, Danny wiedersehen zu können. Der ist ja, also schaut bei ihm mal vorbei, der nimmt gerade ganz extrem ab. Das ist krass, wie der das so schafft und macht und tut. Und also ich bewundere ihn ja sowieso als Menschen. Aber es ist in der Hinsicht halt auch wieder, der hat so viel Stärke und Willenskraft in sich. Das ist schon echt, also wow, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Das ist der Wahnsinn. Und einfach ein herzensguter Mensch, den habe ich einfach sehr, sehr gern. Eben habe ich mir noch gedacht, ach, ich mache heute mal so was Kleines und hier einfach, nö. Okay, da muss die Seite jetzt nachziehen. Habe ich nicht ganz symmetrisch hingekriegt, aber Puder-Eyeliner, das ist halt wirklich echt noch nicht so ganz mein Steckenpferd, ne? Erst machen wir Setting Spray, das hat er rausgebracht. Eine Galaxy bei Maxim Limited Edition, genau. Und Nachbar von Charlotte. Der ist, also ich glaube, der wollte echt generell mal neben der Dame einziehen, wa? Das hier habe ich auch mal von Corinne bekommen. Ein Träumchen. Wimpern biege ich mir und dann werden gleich die Wimpern getuscht. Ich habe mal die False Lashes von Maxim selber gehabt. Ich habe sie nicht mehr. Das ärgert mich jetzt gerade auch tatsächlich. Aber naja, ne? Er hat mal Wimpern rausgebracht. Ich bin halt nicht so das ultimative Wimpernklebemädchen, aber ich hatte mir überlegt, okay, ich mache es mir heute zur Feier des Tages. Aber ich habe überall geguckt, ich habe keine mehr. Deswegen gibt es jetzt gleich hier Mascara drauf. Und dann kommen wir aber zum nächsten Produkt, was er auch in den Launch gebracht hat. Und hier seht ihr dann den Look mit Mascara einmal aus der Nähe. Entschuldigung, ich habe ein bisschen steifen Nacken, deswegen kann ich gerade nicht so viel Verrenkung machen. Aber es sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Ich bin auch ein Fan von dieser Konstellation geworden. Es bringt ja immer mehr auch jetzt diese kühlen Paletten raus für kühle Looks und so weiter. Ich finde schon, dass es mir steht, denn ich habe ja so einen kühlen, neutralen Hautunterton. Und dann passt das, auch wenn die Kamera jetzt gerade denkt, dass sie mich ganz dunkel stellen soll. Irgendwas ist da komisch. Ich glaube, die kommt auf diesen unglaublichen Glow nicht klar. Wenn ihr übrigens weitere Look-Inspirationen haben möchtet, kann ich euch definitiv empfehlen, bei Maxim vorbeizuschauen. Der hat ja ein komplettes Launch-Video auch gemacht. Und Sarah Isabel wird die Produkte vorstellen, Contra Junkie wird die Produkte vorstellen, also Kati und Nicole Shigitas Place wird die Produkte vorstellen. Jenny von Unwissend Schön wird auch noch ein Video dazu drehen, beziehungsweise das wird vor allem auf Instagram stattfinden. Also ne, schaut dort auf jeden Fall bei den Kanälen vorbei. Luisa wird sicherlich auch noch die Produkte zeigen, aber dann auch eher
auf Instagram. Und ja, ich werde mir da auch noch ein bisschen Inspiration holen, da bin ich ehrlich. Und so viele andere Leute, also ihr werdet natürlich auch Maxim verlinkt sehen und so. Also es wird sicherlich noch sehr viel Inspo geben. Maxim hat jetzt keinen Lip Liner oder so rausgebracht. Er hat einen klaren Gloss rausgebracht. Den kann ich euch ja erstmal so zeigen. Das ist einmal der ja, ganz normale Lip Gloss. Da steht nicht viel mehr mit dabei. Der hat wohl irgendwie ein Öl mit drin, dieses Baobab-Öl, was dann auch so richtig schön pflegend sein soll. Ich trage den erstmal solo auf. Okay. Der riecht irgendwie süß blumig. Interessanter Duft. Erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Ja, das ist halt wirklich ein sehr, sehr schöner Lipgloss, ein durchsichtiger Lipgloss. Ich persönlich finde es aber auch mal ganz interessant, das werde ich jetzt auch gleich mal ausprobieren, einfach weil ich die Lidschattenpalette auch noch irgendwie hier mit integriert haben möchte. Er hat das, glaube ich, gemacht, dass er einen kompletten Lidschattenton da reingemacht hat. Nee, ich möchte den ja so behalten. Ich mache das jetzt anders. Und zwar habe ich mir den jetzt erstmal abgenommen und dann nehme ich mir den Ton. Huch! Thank you next. Das ist auch so ein schöner Ton, der sich jetzt auch in meinem Look ja ganz gut wiederfindet. Und den setze ich mir ganz entspannt einfach auf die Lippen so drauf. Und damit kann ich ja einfach meine Lippenfarbe noch ein bisschen, ja, frischer aussehen lassen. Ich meine, ne, das würde ja tatsächlich auch so ganz gut funktionieren, weil dieses Baobab meine Lippen gerade richtig schön gepflegt hat. Und dann kann man sich den Lipgloss entweder so direkt mit dem Applikator drüber machen. Ich glaube, ich versuche das jetzt auch mal. Der ist ein bisschen dreckig, den mache ich dann am Handtuch sauber. Das mache ich ja ganz gerne, dass ich so generell Glosse mit matten Lippenprodukten kombiniere. Du kannst sie aber auch einfach mit Lidschatten kombinieren, ne? Und damit eine ganz individuelle Lippenfarbe schaffen, die dann zum Beispiel auch so ein Perfect Match zum Look ist. Also so bekommt man es ganz gut hin. Du könntest dir auch safe diesen Ton hier nehmen, der auch in der Palette drin ist. Dann hast du die perfekte Herbstlippe, glaube ich, auch, ne? Mag ich. Doch, das sieht schön aus. Und da kann man sicherlich dann auch den Lipgloss immer wieder schön nachtragen. Der hat nicht dieses flutschige Gefühl, dass er jetzt irgendwie in die, ja, Lippenfältchen kriechen wollen würde oder so. Der bleibt, glaube ich, echt an Ort und Stelle. Und ich finde, der Look sieht unfassbar und umwerfend gut aus. Mann, als Parfum verwende ich jetzt natürlich Saint-Barth. Das ist dieses Vanilleduft. Saint-Barth Vanille West Indies, so heißt der. Ein Spritzer reicht. Das hat einen sehr hohen Parfümölanteil. Und ich fühle mich gerade richtig... Ich weiß es nicht. Ich fühle mich richtig gut. Also das ist so... Ich habe einen richtig eleganten... erwachsenen Look im Gesicht, abgesehen vom Highlighter. Und ich gebe euch jetzt mal zu allen Produkten, die jetzt in der Kollektion drin sind, so eine kleine Review von meiner Seite oder eine kleine Einschätzung. Den Blur Stick finde ich selbst für trockene Haut gut geeignet, wenn man ihn partiell aufträgt. Also ich würde ihn nicht übers ganze Gesicht geben, das ist aber eigentlich auch nicht so gedacht, ne? Diesen Radiance Primer finde ich sehr angenehm. Der ist ein bisschen, wie gesagt, Nachbar von Charlotte Hollywood. Also wohnt in Hollywood und ist dann Nachbar von der lieben Charlotte. Wow. Aber gemutet, also dass du quasi nicht so intensiv das hast, es sei denn, du trägst ihn dir Fullface auf, ne? Das finde ich sehr, sehr schön. Ich mag ja generell solche Color Correcting Sachen, die halt alles so ein bisschen ebenmäßiger aussehen lassen. Du hast hier einfach alles Mögliche drin, was Rötung ausgleicht und so weiter. Deswegen kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass das echt funktionieren könnte als Base, ne? Tja, jetzt kommen wir zu dieser Palette. Eine Seite liebe ich, die andere mag ich nicht so gerne. Bin ich vollkommen ehrlich, also den Blush mag ich leider nicht. Der ist mir zu schimmernd und hat zu wenig Eigenpigment mit dabei. Wohingegen ich den Bronzer mega gut finde. Also jetzt gerade auch so in Kombination und so weiter. Wir mussten uns ein bisschen anfreunden. Das musste ich aber auch mit anderen, die halt so diesen aschigen Ton noch mit dabei hatten, wirklich intensiv. Also da musste ich auch mit diesem Love Hatice Schmidt Bronzer ein bisschen warm werden und so weiter, ne? Und ja, das könnte dem schon nahe kommen. Bei dem Highlighter, puh, habe ich jetzt einfach mal einen riesigen Monolidschatten. Das ist eher ein Topper meiner Meinung nach. Das würde ich jetzt so zum normalen Look nicht unbedingt als Highlighter tragen, weil er mir dazu einfach zu glitzernd ist, zu viel ist. Die Lidschattenpalette hat mich umgehauen. Also, dass man das hier für 4, 5 Euro, ich muss nochmal nachgucken, 3,99 Euro in die Drogerie bringt, in dieser Qualität so einfach zu verblenden, verschiedene Texturen, du hast hier drei verschiedene Texturen allein in dieser Palette drin,
so harmonisch, so einfach und gleichzeitig kann man das Ganze auch dramatisch gestalten, wenn man hier halt noch ein bisschen dunkler wird und so. Ja, und dann haben wir noch diesen Lipgloss, den ich auch alleine sehr schön finde. Den kann ich mir fast schon als Lippenöl für mich sehr, sehr gut vorstellen, wo ich einfach mega Fan von bin. Und ich bin einfach extrem stolz mal wieder auf Maxim, was er da rausgehauen hat. Also das kann der sowas von. Ne? Das ist einfach seine Passion und das merkst du. Vielen, vielen Dank, Maxim, dass ich beim Event mit dabei sein durfte, dass ich all diese Erlebnisse machen darf. Dank dir. Also vielen, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich von Herzen gemeint. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Schaut, wie gesagt, bei meinen Kolleginnen und Kollegen vorbei, um euch da auch ein bisschen Inspiration zu holen. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und dann wäre es das hier bei mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.